Ganz spontan haben wir gesagt, so, wir steigen ins Auto und fahren am 3. März einfach nach St. Peter. Ein Sonntag, das Wetter war super, also los. Wie in Wüste, sondern das ist in St. Peter-Ording. Sehr schön. Oha, jetzt muss Bärbel da durchtouren. Und da ist der Neubau von dem Hotel. Als erstes bauen die, glaube ich, die Terrasse. Ich weiß es aber auch nicht so ganz genau. So, und hier wird jetzt mein Lieblingsrestaurant, Strandbar 54 Grad Nord, neu gebaut. Weil das andere ist zu dicht am Wasser und wird abgerissen. Stillgelegt ist es schon. So, und hier habe ich dann mal mit den unterschiedlichsten Brennweiten von dem iPhone 15 rumexperimentiert. Oh, das geht ganz gut so. Ja, und das wird jetzt abgerissen hier. Das war immer sehr schön, weil man ganz dicht am Wasser war. Aber das Wasser kommt nun immer mehr. Und von der Seite her muss man dann was Neues bauen. So, die Original-Tonaufnahmen habe ich mit diesem kleinen Funkmikrofon und mit Fell gemacht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Sonst wäre hier alles mit Wind verrauscht und so ist es eigentlich recht ordentlich und kein großer Aufwand gewesen. Ja, hier gibt es, wie gesagt, demnächst dann das neue Restaurant 54 Grad Nord. Immer sehr, sehr schön. Aber ich glaube, das alte wird erst noch aufgemacht wieder. Und wenn das dann hier fertig ist, dann wird das da vorne abgerissen. Ich meine, da hat man natürlich das aus erster Lage da ganz vorne. Aber das ist bestimmt auch schön. Das ist eben, wie gesagt, das alte 54 Grad. Leider heute geschlossen noch. Aber wir haben heute ja auch erst den 3. März, glaube ich jedenfalls. Ja, ich glaube ja. Super. Ein wunderschöner Tag, kleiner Wind, aber mit diesem Mikrofon und Schellschutz geht das ganz gut. Ja, wir wandern denn eigentlich immer so einen kleinen Dünenweg entlang und haben dann den Blick von so einem kleinen Aussichtspunkt ins Landesinnere. Da in diesem Hotel haben wir auch schon ein, zweimal gewohnt. Also sehr, sehr schön. Und man kann hier dann sehr gut auch wieder rausschauen aus Wasser. Und wie gesagt, mal mit den Brennweiten des iPhones 15 rumexperimentieren. Aber das lässt sich ganz gut handeln. Besonders mit meinen zwei Griffen da dran kriegt man eigentlich eine gute Bildstabilität hin und ist nicht abhängig davon, dass man alles hinterher mühsam nachstabilisieren muss. Das ist eigentlich gar nicht erforderlich. Man kriegt da wunderbare Szenen mit hin. Nein, mache ich dann ja auch nicht. Ich mache ja sowieso immer das, was du möchtest. Und nichts anderes. Was? Oh.